Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 4. So, Kapitel 12 wartet auf uns, dann machen wir damit gleich mal weiter. Und da sind wir am Tapfer gekämpft. Hintchenhalten. Danke Gott. Hat er nicht? Ich habe das meiste gemacht. Na gut. Sieht aber so aus, als wäre Louis wirklich hinüber. Da bewegt sich Damit kommen nichts Sie mehr. nicht davon, Krauser. Ich habe keine Ahnung, wer Krauser ist, aber er wird damit definitiv nicht davonkommen. So viel kann ich schon sagen. Erstmal nachladen wahrscheinlich. Mensch, ich habe ja kaum noch Zeug zum Nachladen. So, dann schauen wir mal. Gewehrmunition. Dass die Gegner sich nicht mehr so gewehren. So ungefähr die Idee. Oh, kann ich dich zerstören? Nö. Kann ich was looten? Nö. Na gut, ab nach oben mit uns. Nicht mal Pistolenmunition, das ist ein schlechter Anfang. Leon, ich habe nicht viel Zeit, also hör gut zu. Sie haben Ich deine Freundin höre. auf den Uhrturm gebracht. Oh Beeil nee. dich, dann schaffst du es vielleicht, bevor es zu spät ist. Ah, du bist also doch nicht herzlos. Ich schätze, ich sollte mich bedanken. Ja, stimmt. Dankeschön. Auf zum Uhrenturm. Erstmal zur Pistolenmunition. Und was auch immer das hier ist. Ein kleiner Schlüssel. Wahnsinn. Kann ich den in meine Pistole tun? Oh, zwei Quests. Juwelendieb. Kann mir bitte jemand dabei helfen, ein gestohlenes Schmuckstück zurückzuholen, das eine Krähe stibitzt hat? Sie hat es bestimmt zu ihrem Nest gebracht. Es ist ein Familienerbstück und soll nicht als Vogelspielzeug enden. Ja, ich schau, was ich machen lässt. Schande der Familie Ramon Salazar, dieser Widerling. Allein beim Anblick seiner Visage rollen sich mir die Fußnägel hoch. Tut mir jemand den Gefallen und verunstaltet sein Porträt für mich? Ja, es hängt in dem Raum, der auf dem Foto zu sehen ist. Wie es gemacht wird, ist mir gleich. Wahrscheinlich wäre es am besten, es einfach mit irgendwas zu bewerfen. Ja, das kriegt man doch hin. Und ja, Händler, halt's Maul. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich hoffe, du hast wieder kleine Rohstoffe für mich. Ah, stimmt. Ich habe Quests abgeschlossen letztes Mal. Gut, was können wir kaufen? Nix, doch die kleinen Rohstoffe. Was haben wir? Red 9, sonst nix, sonst nix, sonst nix. Tunen bringt auch nichts, obwohl mein Messer müsste ich. Na, das muss noch halten. Eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Also, das können wir verkaufen. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel Die Seidenkristalle nicht. Können wir verkaufen und das war's erstmal. Dank, und ich würde sagen, dann müssen wir erstmal wieder Schätze bestücken. Was haben wir denn? Okay, wir haben zum. Ah, wir haben 7 davon. Dann setzen wir hier mal Edelsteine ein. Einmal den Klunker nach hier. Ja, den roten nach rechts. Bleibt uns keine Wahl. So, und wie macht man das? Mach mal zwei blaue. Ah, nee. Doch. Oder? Bringt so ein gelber mehr? Keine Ahnung. Ja, plus 7000. Ja, war doch eine gute Wahl. So, bestätigen. Passt. Und hier können wir auch noch Edelsteine einsetzen. Zwei blaue, einmal unten, einmal da. Wunderbar. Willkommen. So, die Schätze. Oh, schon was wert jetzt. 72.000. Ob Biene oder Ramsche, Fremder. Oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Nur Kleinigkeit. Messer wird repariert, die Schutzweste auch. Ansonsten vielleicht die Flinte. Oder der Revolver, das wird sich natürlich anbieten. Wir sparen erstmal. So, dann einmal noch was craften. Kann ich nicht, wieso kann ich nichts craften? Ich brauche Schießpulver. Können wir die eintauschen? Sieht diesmal nicht so aus. Kelch der Buße, bla bla bla. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbei. Na gut, dann einmal kurz die Ausrüstung sichern. Sind ja inzwischen bei Kapitel 12. So. Auf Wiedersehen. Auf in den, keine Ahnung was Saal. Bevor wir zum Uhrenturm gehen. Ach, das ist ja schon der Uhrenturm.
Halte durch, Ashley. Genau, halte durch, Ashley. Ich habe absolut keine Munition. 5 Schuss und dann war's das für mich. Dann kämpfe ich mit dem Messer. Und dann mit den Fäusten. Und dann werde ich sterben. Das klingt doch nach einem Plan. Ich würde sagen, das ist ein guter Plan. Guckt mal, wir haben schon 2 Schießpulver jetzt aufgesammelt. Reicht das? Ja. Und wir... Achso, jetzt haben wir... Na gut. Zumindest 30 Schuss so ungefähr. Das muss lang. Draußen waren doch die Raben mit dem Nest. Also ich habe zumindest Krähen gesehen. Sind die hier irgendwo? Da oben sind auf jeden Fall welche. Vielleicht ist da das Nest. Keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Wir gehen auf jeden Fall erstmal durch die Tür. Da uns keine andere Option bleibt. Es gibt nur einen Weg. Und das... Ja, immer voraus. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Oh, du erwächst dich hoffentlich nicht zum Leben. Ach, nicht du schon wieder. Sie sind überaus hartnäckig, Mr. Kennedy. Aber oh, das richtig. Hat jetzt ein Ende. Darf ich dich töten? Werf den Eindringling raus! Ah, dieser kleine gemeine Fiesling. Ich verstehe doch kein Wort. Ich verstehe zumindest, dass es euch ernst ist. Wieso kann ich dich nicht einfach töten, wenn du unten liegst? Das ist ja seltsam. Oh, gute Pistole. Yeah! Wieso macht die denn so viel Schaden? Keine Absicht. Doch, das war Absicht. Definitiv. Nein, das war keine Absicht. Wollte mich doch nicht treffen lassen. Ja. Und schön aufs Maul. Ich glaube, ich höre so viel. Ich muss gleich nachhelfen. Nachgesundheiten, wie es auf Deutsch heißt. Naja, mal schauen, was hier so in den Fässern rumlungert. Oh, ein Schatz. Ja, mit meinem Schatz. Oh, Goldplättchen. Aber kein großes. Das heißt, es wird unter 15.000 wert sein. Was bist du? Eine kleine Figur? Ja. Ich glaube, ich habe die nicht sehr gut eingesammelt bis jetzt. Na gut, die anderen werden weiter oben rumfluchen. Ein mit einer Armbrust, habe ich gerade gehört. Direkt unsympathisch gemacht bei mir. Ja, Fußtritt. Sorry, keine Absicht. Sag das doch nicht immer. Das ist Absicht. Da oben ist auch einer. Oder eine. So, ich fühle mich nicht wohl mit der Hälfte, die mir zur Verfügung stellt. Einmal das und einmal die maximale Gesundheit noch steigern. So. Oh, wo führt das denn hin? Keine Ahnung. Finden wir vielleicht später raus. Hey, ihr könnt das doch nicht einfach blockieren. Schon tot? Uje, uje, uje. Das ist mal ein Verteidigungsmechanismus. Aber auch gegen die eigenen Leute. Wie kann man den denn deaktivieren? Da muss man gar nicht. Ich muss nur auf die passende Seite. Boah, liegt. Es wird heiß. Na also. Aus dem Weg. Ja, jetzt dreht er sich hier rum. Heiß, 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 heiß. Au, wer? Wo? Warum? Das heilt die bestimmt doch. Ja. Überraschend gut sogar. Wirst du hier mit Äxten? Finde ich aber nicht nett. Lasst mich mal den High Ground haben hier. Der ist geübt mit der Sense. Hey, ich war gerade am Schießen. Oh, oh.
Tschüss. Au. Lasst mich los. So. Ja, ich helfe. Einmal ein Hilf-Item. Wenn ich noch was hab. Ach Mist. Na gut, dann müssen wir das so machen. Schön verstecken. Komm schon. Nicht sterben. So, ich glaube, jetzt können wir in die Richtung gehen. Lauf doch mal. Oh, das schaffe ich nicht. Ne, das habe ich nicht geschafft. Und interessant, dass der Klotz sich da so lange Zeit gelassen hat. Das müssen wir strategisch irgendwie besser hinkriegen. Au. Au. Vielleicht sollte ich den... Au! Wieso kriege ich gerade so viel aufs Maul? Na gut, der lässt wieder diese schöne Kugel fallen. Ja, das kann man überspringen. Au. Habe ich ein Health-Item dabei? Natürlich. Ah, hier ist so ein Zwischenteil. Und wieder niedergestreckt. Aber ich habe eine Strategie entwickelt. Die heißt nicht sterben. Finde ich soweit eindrucksvoll. Und vor allem hier nicht die Hilfe abziehen lassen. Von so unbedeutenden Statisten. Schön nachladen. Dann auch nachcraften kann ich gar nicht. Her mit der Gewehrmunition. Ja, das... Ah, Sturmgewehr auch nachladen. Das ist wahrscheinlich die gleiche Munition, die auch in die andere kommt. Jo, sieht danach aus. So, nochmal nachschauen. Ne, geht tatsächlich nicht mit der Pistolenmunition. Oh je, bin ja wieder gut am Treffen. So, dann diesen Esel mit dem Schild. Das sieht doch gut aus. Das sieht diesmal doch gut aus. Ja, das können wir überspringen. Schön hoch. Weg mit dir. Kommt, bevor die Kugel rollt. Na komm schon. Ja, diesmal läuft's doch besser. Diesmal läuft's doch schon besser. Ungefähr so hatte ich mir das vorgestellt. Ihr wisst echt, wie man Leute willkommen heißt. Wieso kommen da so viele runter? Es ist so ein endloses Ding an... Mist. Aha, aber die wird nicht geplättet. Na gut. Dann schnell hier rein in die nächste Kuhle. Bleib mal da liegen. Alles gut? Nicht kriechen. Na gut, ein bisschen kriechen darfst du noch. Das hat jetzt nur einen Schuss verschwinden. Ich muss leider warten, bis die nächste Kugel kommt. Ah, da kommt sie schon. Da kommt sie ja schon. Oh, der hält wieder so viel aus. Der Kollege. Also, ist tot. Und hier kommt definitiv keine Kugel runter. Wo sind die denn alle reingefallen? Oh, da kommen Gegner. Ich mag keine Gegner. Ja, komm. Den hätte ich doch locker noch mit der Pistolenmunition erschießen müssen. Auf die Fresse. Oh, du fällst selber. Ah! Irgendwie fallen die hier aus der Röhre. Das ist natürlich jetzt praktisch für mich. Jetzt bin ich am längeren Hebel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da kommen ja noch welche. Komm, put, put, put. Ja, Senor. Und macht Spaß.
Könnte ich den ganzen Tag machen. Ich weiß, warum es die Gegner tun. Liegt hier irgendwo... Ah, grünes Kraut. Das ist wie Musik in meinen Ohren. Ein Spiegel mit Perlen und Rubinen. Und die Rubine sind sogar eingesetzt. So, einmal Gesundheit. Ich weiß, das macht keinen Sinn, jetzt direkt was wiederzunehmen. Ah, ich fühle mich dann einfach sicherer. Ich hätte auch ein Erste-Hilfe-Spray gehabt. Dann verwendet man das. Sowas. Will noch jemand aufs Maul? Nö, gut dann. Dann nicht. Dann wollen wir erstmal hier klar Schiff machen. Oh, eine extravagante Uhr. Gewehrmunition. Apropos Munition. Pistolenmunition geht immer noch nicht. Sind ziemlich knausrig wieder, so wie es aussieht. So, ich will doch nicht da runter ins Feuer. Na, anscheinend schon. Runter mit uns. Ah, hoch mit uns. Wie aufmerksam. Nein, da ist ein Fass. Oh ne. Oh ne. Ich kenne ihn schon. Nein. Stirb. Bist du tot? Der Kerl ist schon tot. Ja. Ja. Der rote Typ immer noch tot? Ja. Fuck. Spring doch nicht zu mir. Ich mag dich doch nicht so gern. Ja. Nachladen, Scheiße. Nachladen. Wir sind zu schwer. Ja. Verstanden. Message an. Message angekommen. So, Granate. Viel Spaß damit. Oh. Das hat was gebracht. Ich brauche mal. Ja, ist ja gut. Tschüss. Waren das alle? Ich habe nicht so viel Munition. Oh, das sieht gut aus. Ne, ich höre noch was. Was ist mit einer Taschenlampe? Ich hab keine. Komm schon. Wo denn? Ich dachte, der rote Kerl ist tot. Na gut. Hey. Ja, komm, komm. Komm, da ist es doch. Natürlich überlebt er das. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Oh, das war Verschwendung. Von jeglicher Munition. Oh, Mist. Was habe ich noch? Pistolenmunition. Ja, ist ja gut. Rauf aufs Fass. Au. Nein. Nein. Ja! Runter mit dir! Fuck. Fuck. Spring doch mal hier. Ja, tschüss. Noch 7 Schuss habe ich. Komm schon, Opa. Euch roten Viecher konnte ich noch nie leiden. Oh. Pistolenmunition nachmachen. Unbedingt kann ich nicht. Was soll denn das? Nix craften. Die kleinen Rohstoffe fehlen mir. Tschüss. Ein Schuss noch. Aber wir sind oben. Macht mit der Information, was ihr wollt. Insgesamt noch 2 Schuss. Glaubt zumindest eine Granate kann ich machen. Eine habe ich sogar noch. Die würde ich gern an Schnellzugriff an die 8 getackert. Ah, haben wir sogar 2 davon. Na gut. Munition. Was passiert denn jetzt? Schlägt's jetzt 13? Bin ich zu weit gegangen? Das tut mir aber leid.
Na, da oben ist auch kein Krähennest. Das habe ich nicht vergessen, dass wir danach suchen. Oh, habe ich ein Fernglas? Tatsache. Oh. Zoom. Ja, ich kann doch gut zoomen. Oh nee, der Giftzwerg. Und Ashley. Ashley. Da müssen wir wohl da rein. Ja, gut. Elender Bastard. Ja, das sind hier alles Bastardos. Um das korrekt Spanisch auszusprechen. So. Kann ich da runter? Ich hätte es zumindest mal versucht. Das Krähennest ist mir dann schon ein bisschen was wert. Komm, das sieht so aus, als ob man hier rauf kann. Nö. Einfach nö. Da oben. Oh nee. Oh nee. Komm, wie komme ich da hoch? Au. Au. Gut. Ein Schuss haben wir noch. Wie ist das passiert? Muss ich jetzt selber aufpassen, dass ich da nicht runterkrach? Oh, dann müssen wir wieder durchs Fernglas schauen. Aber das können wir ja schön überspringen. Ja. Komm schon. So. Das kennen wir ja schon alles. Hier ist eine Leiter. Also, das ist einfach die Leiter. Da sind die Raben. Ich habe zumindest hier die Expertise, einen von denen auch mitzunehmen. Oh. Und ein Schüsschen haben wir ja noch. So. Na gut. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was davon bricht. Marmorstein und... Oh, da ist der Händler. Aber... Nein, lass das mal. Was denn bricht hier davon? Muss ich das einfach langsam machen? Hä? Oder schnell? Keine Ahnung. So, mit einem Schuss zum Händler. Gelbes Kraut. Schmeckt vertraut. Nochmal eine Leiter, um oben ranzukommen an das eine Fässchen. Und ans Krähennest eventuell. Erste-Hilfe-Spray. Das brauche ich auf jeden Fall. Ah, die Piseten und die Rohstoffe bringen mir nicht so viel. So, kann ich die Granate einfach... Feuer! Ah. Das war Granatenverschwendung. Nicht mein erstes Mal. Und auch nicht mein letztes. Tschüss. Ach komm, die Granaten müssen deutlich besser treffen hier in dem Spiel. So, jetzt seid ihr wütend und ich hab gar nichts mehr. Dir fällt mit Sicherheit was ins Auge. Willkommen. Ja, hast du Munition? Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Hast du nicht? Das hab ich nicht immer vorrätig, Fremder. Wir können natürlich wieder die TMP kaufen, wenn wir Platz dafür haben. Wenn du noch Ach, dafür habe ich ja die Munition auch verlegt. Ich glaube, wir haben zumindest Platz. Ach komm, diese großen Rohstoffe, wofür braucht man die eigentlich? Die mühlen ja irgendwie das Inventar voll, weil ich irgendwie sammelsüchtig bin. Komm, mach mal die mal dahin. Nein! So, nehmen, Q drehen. So. Die TMP müsste da doch jetzt locker reinpassen. Willkommen. Kaufen. Oh, TMP. Oh, mit dem Ding schlägst du eine Schneise durch die Massen. Ja, wenn ich Munition dafür krieg. Irgendwie zumindest. Tauschen. Wieso hast du nie Munition? Du hast nie was Gutes. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Ja, Munition zum Beispiel. Ein hervorragender Deal. Stirb mir da draußen nicht weg. So, ich habe aber echt... Okay, ich habe wieder ein bisschen Pistolenmunition und ich habe MP-Munition.
Und die kommt sogar mit Ausrüsten, nicht Ausrüsten, Schnellzugriff. Ja, was soll's, die 8. Und Pistolenmunition kann ich zumindest nicht machen. Aber hier MP-Munition brauche ich nur Schießpulver und die. Na gut. Hilft ja alles nichts. Dann speichern wir einmal das Ganze irgendwie hier. Das mit der Munition ist krass, dass ich jetzt wieder so wenig habe. Ich hoffe, es kommen bessere Zeiten auf uns zu. Zickzack! Schießpulver! Sehr schön. Was ist denn los mit unserer Schulter? So. Bis jetzt habe ich noch kein Krähennest gefunden. Aber nochmal Schießpulver. Davon haben wir 8. Davon können wir ja nochmal MP-Munition machen. Und gleicherhand verbraucht man diese großen Rohstoffe. Da habe ich gerade auf der Map, wenn es denn sowas gibt, was gesehen. Pistolenmunition. Liegt hier einfach rum und meldet sich nicht. Da ist sie doch. Ich dachte, ich hätte alles aufgenommen. Ja, das sieht meiner Meinung nach jetzt besser aus. Wenn es geht, auch die Pistolenmunition verschießen, nicht die schöne andere. Hiermit übergebe ich dir das Mädchen, wie versprochen. Berichte unserem Herrn von der Ergebenheit seines treuen Dieners Ramon. Du bist Ramon? Ich habe viel Ungutes über dich gelesen. Ashley! Solch Dummheit, Mr. Kennedy. Lord Settler ließ ihnen seine Gnade zuteil werden. Du redest zu viel. Doch sie sind... Ah, sie sehr vulgärer, gut. Unzivilisierter! Bastard. Was? Das war's schon? Nee? Irgendwie brodelt da jetzt was. Oh oh. Glaub, jetzt ist er sauer. Die Macht zu zeigen, die mein Herr mir gab. Die Macht Gottes. Es wird Zeit für die finale Nacht. Ich hab doch keine Munition, weiß der Typ das? Das ist in Ordnung. Ja, ja. Lass mich aus deinem beschissenen Drehbuch raus. Oh, warum zeigen Sie mir nicht Ihr erstklassiges Drehbuch auszusehen? Machen Sie es nur vor! Ich gar nicht, dass du Drehbuchautor bist. Komm immer schön auf dieses Scheißauge. Ist überraschend hart zu treffen. Dankeschön. Der macht Schaden. Wieso spuckst du denn Säure? Was habe ich dir getan? Können wir Gewehrmunition machen? Ich glaube, damit würde ich besser treffen. Die Antwort wird mich nicht überraschen. Na gut, noch ein gelbes Kraut da rein. Vielleicht bringt das hier was. Ich könnte einen Bolzen machen. Nein. Ja. Du warst doch auch mal ein Mensch, hoffe ich zumindest. Au. Au. Health-Item. Halt mal kurz die Phrase. Na also. So. Lass uns tanzen, bis zum Komm schon, Maul auf! Mach dein Maul auf! Bist du denn hin? Ich glaub, du machst da nichts Gutes für mich. Oh, komm schon! Ich kann nicht tanzen. Ich kann doch nicht tanzen.
Komm, stellt mehr Fässer hin, sonst wird das hier ein bisschen schwieriger. Ah, da stehen auch noch zwei. Wo bist du denn, du Ekelwesen? Oh, komm. Schau vorbei. Okay, wir dürfen nicht zu nahe kommen. Das war der erste Fehler. Hui. Der ist aber ganz schön gefräßig. So, dann nochmal. Ja, ja. Kann ich was craften? MP-Munition, warum nicht? Blindgranate oder sowas? Glaub auch nicht. Haben wir aber noch eine? Nee, haben wir auch nicht. Hä? Und wieso ist Pistolenmunition jetzt wieder leer? Ach, die liegt immer noch da hinten. Hat wohl nicht gespeichert, dass ich die eingesammelt habe. So. Oh, wir können es direkt mit der MP probieren. Ich sehe das zwar nicht als gutes Zeichen, aber was schuld? So, Erste-Hilfe-Spray müssen wir ja benutzen und der Rest ist echt eher erbärmlich leer. Ich überlege mir gerade, ob ich zum Händler gehe und nochmal speichere, weil so weit ist er nicht entfernt. Und dann ist zumindest die Munition gilt als aufgehoben. Ah, nur das Beste vom Besten. Da hast du mehr Zeug. Wofür kann ich dich begeistern? Vielleicht tunen wir auch noch was. Das können wir zumindest tun. Die TMP. Den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh. Könnte man die Angriffskraft erhöhen. Nicht wahr? Erste Hilfespray könnte man auch kaufen. Das könnte auch hilfreich sein. Immer vorrätig, Fremder. Na gut, ich würde sagen. Die reparieren wir nochmal. Okay. Das auch. Und hier bringt es nichts, aber TMP rauf mit dem Schaden. Hier, wie du es haben wolltest. So, wir können noch was verkaufen. Die extravagante Uhr. Ich kaufe mit dem Saphir innen drin. Mit dem Saphir innen drin. Komm, Schätze. Das muss jetzt aber reichen. So. Also, viel bringt das jetzt nicht. Wir bestätigen das aber, gut. Du noch was zu erleben? Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Ah, nee, wie viel kostet die nächste Tunung überhaupt? 56.000. Da sind wir weit von entfernt. Das hatte ich gerade irgendwas anderes angeschaut. So. Kapitel 11 überspeichern. Überspeichern? Überspeichern? So. Ich versuche mir hier gerade was Gutes zu tun. Ich weiß nicht, wie ich gegen den Typen da kämpfen soll mit keiner Munition. Ja, ja. Na, vielleicht bräuchte ich auch eine bessere Feuerrate. Ja, damit. Lass mich aus deinem beschissenen Drehbuch raus. Komm schon. Hab keinen Bock auf deinen Säurestrahl. Hab auch keinen Bock, dass du mich beißt. Mensch, was hat der denn für Probleme? Ah, das hat mich aber nicht wirklich geschädigt. Komm, hier mit dem Zeug. Oh, wir haben Gewehrmunition bekommen. Wenn wir die einsetzen können, wäre das natürlich was. Oh, bleib mal ruhig. Nein, danke schön. Na, danke der Nachfrage. Man wird gern eingeladen. Es
Das wollte ich dir gerade auch sagen. Wieso zeigst du dein hässliches Auge da nicht öfter? Wieso zeigst du das nicht öfter? Das wäre doch eine gute Idee. Fuck. Ah, das hat mich auch nicht wirklich... Ach, das geht auf den Schild. Ein Glück haben wir die Beste da aufgelevelt nochmal. Komm schon. Sehr gut. Komm schon. Ja! Wie oft muss man das denn machen? Ja, du auch. Ach komm, wie viel hält der aus? Nee, noch nicht. Nur Munition sorgen. Super. Boah. Munition! Ein Glück kotzt er die aus. Ja! Komm schon, du brauchst ein besseres Messertyp. Ja, ja, wir versuchen gerade gegenseitig uns umzubringen. Können wir nicht das ausdiskutieren? Also MP-Munition, ein Glück habe ich die zurückgekauft. Das geht zumindest. Ja, wieder 90 Stück. Wieso habe ich mir so Sorgen gemacht um Munition? Du kotzt ja wieder ganz viel. Oh. Das sagt der Richtige. Schau mal in den Spiegel hier, Freundchen. Komm schon. Ja! Fuck. Helf, 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 helf. Komm schon. Inventar. Öffnen. Oh, der hat das Inventar nicht geöffnet. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Lass mal große Rohstoffe fallen. Ja! Das reicht hier immer noch nicht. Lass es mal lieber zu. Das war jetzt wirklich das letzte an Munition, was ich erübrigen kann. Au, au. Hier liegt ja noch einiges rum. Schön aufsammeln. Schön aussammeln. Oh nee. Nee. Einfach nee. Nicht beißen. Mit beißen wollen wir nicht anfangen. Das hat man schon mal. So. Helf-Item habe ich keins mehr. Na gut. Hast du Schmerzen? Weg von meinem... Nein. Ja! Ich helfe dir, indem ich dich erlöse. Herr Lord Settler kann dir nicht helfen. Boah, was für ein Vieh. Lippenrouge. Ja, die wird er nicht mehr brauchen. Das war stellenweise schwierig und unentspannt. Ja, zumindest liegt hier grünes Kraut. Hey, und ich habe Pistolenmunition. Aber ohne die MP wäre das wahrscheinlich nichts geworden. Liegt da noch was? Nee. Ein Glück konnte man die MP uns zurückkaufen. Sonst wäre das echt
Ja, keine Ahnung, was ich dann machen hätte müssen. Das Kapitel neu starten. Hoffen und beten. Oder mich der dunklen Seite anschließen. So. Na, runter geht's. Oder nach oben. Ne, ich schätze nach unten. Die brauchen hier Fahrstuhlmusik. Na gut. Sind aber lange Fahrstuhlfahrten. Aber zumindest werden wir aktuell nicht angegriffen. Krauser, wo wollen Sie mit dir hin? Gute Frage. Wieso bist du auf dem Wasser, Kollege? Ich hoffe, ich krieg ein besseres Boot als nur so ein dämliches Paddelding wie letztes Mal. Und auf ein zweites Seeungeheuer freue ich mich jetzt auch nicht. Irgendwer da? Hallo? Wer ist der Bürgermeister von Wesel? Niemand antwortet. Entweder niemand kann das beantworten. Oh, das ist ja Munitionsverschwendung. Oder niemand will das beantworten. Kann ich wieder was vorlesen? Notiz der Haushalterin. Ich habe versagt, mein Herr. Ich konnte euren letzten Wunsch, den Jungen vom Pfad der Sündhaftigkeit abzubringen, nicht erfüllen. Bereits als er noch jung war, hatte ich einmal Gelegenheit, einen kurzen Blick auf Ramons böse Natur zu erhaschen. Als er herausfand, dass eine Dienerin ihn hinter seinem Rücken Pulgacito zu nennen pflegte, rief er diese in sein Privatgemächer. Er befahl ihr, vor ihm auf die Knie zu gehen, dann zog er seine Flasche Vitriol aus seiner Tasche und sprühte es ihr mitten ins Gesicht. Der junge Herr zeigte sich beim Anblick der Dienerin, wie sie sich vor Schmerzen wandte, während ihr Gesicht sich von ihrem Schädel löste, voll der überschwänglichen Freude. Sein irres Grinsen verfolgt mich bis zu diesem Tag. Die Zeit verging und sein heimtückisches Wesen verfestigte sich weiter. Und dieser Kult verstand schnell, dass sein geschundenes Herz ein gefundenes Fressen für sie war. Verdammnis den Feinden. Sie haben den jungen Herrn manipuliert und ihn zu ihrer Marionette gemacht. Am schlimmsten ist jedoch, dass sie es vollbracht haben, ihn für die Entfesselung der Plager zu benutzen, welche die Familie Salazar so lange bekämpfte und sich so bemühte, für immer zu versiegeln. Okay, dann sind wir hier fertig. Glaube ich. Und da gab es dann noch eine letzte Seite. Das war gerade wieder. Ach, das Buch ist eh verschwunden. War schuld. Oh. Wie viele Ratten seid ihr denn aufeinander? Okay. Das ist eine Ratte im Godmo. Die lässt sich nicht ausschalten. Na gut. Solange sie sich nicht rächt, ist mir alles recht. So. Perfekt. Ja, zumindest ein kleines Boot ist noch da. Krähennest habe ich nicht gefunden. Höchstens Krähenfüße unter meinen Augen. Schon echt spät. Aber egal. Rein und ins Boot. Und den Kraut umbringen. Irgendwie so. Dafür wird sich schon Munition finden lassen. Wo ist denn hier der Gashebel? Oh, Ada. Was willst du dafür? Ich werde nicht mit dir Liebe machen. Oh, vielleicht doch. Na gut, wir sind anscheinend am Ende vom Kapitel angelangt und somit am Ende von der Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.